Zur Zeit des Nationalsozialismus wurde viel Propaganda betrieben. Auch heutzutage ist Propaganda vor allem in sozialen Medien zu finden. Ganz allgemein betrachtet ist Propaganda der Versuch der gezielten Beeinflussung des Denkens, Handelns und Fühlens von Menschen. Diese Verbreitung von Meinungen und Ideen kann schriftlich, mündlich und bildlich stattfinden. Das gezielte Werben von bestimmten Inhalten und politischen Überzeugungen geschieht insbesondere über die Massenmedien. Dabei möchte man die Meinung der Öffentlichkeit formen, um das Verhalten der Menschen zu steuern. Wer Propaganda betreibt, verfolgt damit also immer ein ganz bestimmtes Interesse. So auch die Nationalsozialisten. Sie nutzten Propaganda mit dem Hintergrund, dass die Bevölkerung sie unterstützt. Judenhass, Rassismus und Führerkult waren dabei zentrale Themen. So sollte zum Beispiel Adolf Hitler als Führer von allen angesehen werden. In Verbindung mit dem Krieg diente die Propaganda den Nationalsozialisten dazu, den Massenmord zu rechtfertigen. Bereits in seinem 1924 bis 26 geschriebenen Buch Mein Kampf entwickelte Hitler die wesentlichen Grundmuster und Leitlinien für die spätere nationalsozialistische Propaganda. Diese waren Beschränkung auf wenige Themen und Schlagworte, Abzielen auf das gefühlsmäßige Empfinden der Massen. Damit ist also gemeint, dass Propaganda sich nicht an den Verstand richten müsste, sondern eher an das Gefühl. So schrieb er in seinem Buch, wer die breite Masse gewinnen will, muss den Schlüssel kennen, der das Tor zu ihrem Herzen öffnet. Es heißt nicht Objektivität. Vermeidung von Differenzierungen, die tausendfache Wiederholung der jeweiligen Glaubenssätze sowie ein geringer geistiger Anspruch. Denn je einfacher die verwendete Sprache wäre, desto mehr Menschen könne man erreichen. Diese Prinzipien bestimmten nun das Vorgehen der nationalsozialistischen Propaganda. Kurz nach der Machtübernahme Hitlers 1933 wurde das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda oder auch einfach nur Propagandaministerium unter der Leitung von Josef Goebbels gegründet. Rundfunk, Presse und Film wurden in ihrer Freiheit beraubt. Sie gerieten unter staatliche Kontrolle und hatten der nationalsozialistischen Ideologie zu folgen. Es legte fest, welche Nachrichten im Radio gesendet wurden, welche Informationen in der Zeitung zu lesen waren oder welche Filme gezeigt und Bücher veröffentlicht wurden. In Zeitungen sollte zum Beispiel nur noch das zu lesen sein, was der Propaganda und dem Hitler-Regime diente. Durch das Schriftleitergesetz konnte den Journalisten das Ausüben ihres Berufes verboten werden und es durfte nicht mehr ohne Genehmigung publiziert werden. Josef Goebbels konnte einzelnen Journalisten die für ihre Berufsausübung erforderliche Eintragung in die Berufsliste für Schriftleiter verweigern. Die komplette Kontrolle über die Presse war auch durch Hilfe der Reichspressekonferenz gegeben. Sie begann im Juli 1933 und war eine täglich stattfindende Konferenz, in welcher alle Informationen, die in der Presse vorkommen, genauestens kontrolliert wurden. So wurde es mit der Zeit gleichgültig, welche Zeitung man aufschlägt, da an jeder dasselbe stand. Durch diese Methoden verschwanden noch im selben Jahr ein Drittel aller 3400 zuvor bestehenden Zeitungen. Die Propaganda der Nationalsozialisten sollte nicht nur gedankliche Impulse im Sinne ihres Weltbildes setzen, sie sollte auch unterhalten, damit ein Großteil der Menschen von ihrem harten Alltag abgelenkt werden. Dabei wurde vor allem auf das laut Josef Goebbels allermodernste und allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument gesetzt, nämlich dem Hörfunk. Doch ein Radioapparat war zu dieser Zeit mit einem Preis von 200 bis 400 Reichsmark ziemlich teuer. Und nur wenige konnten sich ein solches Gerät überhaupt leisten. Zum Vergleich, ein Volkswagen war für unter 1000 Reichsmark zu kaufen. Damit sich also mehr Menschen ein solches Radio leisten konnten, gab Hitler den Auftrag, ein billigeres Radio zu entwickeln. Er hier, Otto Griesing, war der Mann, der den Auftrag in die Tat umsetzte. Durch eine deutlich simplere Bauweise konnte der sogenannte Volksempfänger für einen Preis von nur 76 Reichsmark angeboten werden. Er wurde im Januar 1933 unter dem Modellnamen VKE 301 vorgestellt. Dies stand für den Tag der Machtübernahme Hitlers am 30.01.1933. Die Idee hinter dem Volksempfänger war also, allen Deutschen die Gelegenheit zu bieten, Radio hören zu können. Ein noch kleineres Gerät kam 1938 zum Preis von 35 Reichsmark auf den Markt. Der deutsche Kleinempfänger war geboren. Aufgrund des noch günstigeren Preises wurde so sichergestellt, dass bald jeder Haushalt die politisch-propagandistischen Reden Hitlers hören konnte. Und
Darum bitte ich dich nun, deutsches Volk, darüber gib nun dein Urteil ab. Der Welt unterstelle ich mich nicht. Die kann mich nicht richten. Charakteristisch für diese Reden waren einprägsame Lösungen und Schlagworte, die ständig wiederholt und stark emotionalisiert wiedergegeben wurden. In den übertragenen Reden Hitlers wurden nach der Wende im Zweiten Weltkrieg Verluste und Niederlagen in Siege umgedeutet. Ebenfalls wurde der Rundfunk dafür genutzt, um die Bevölkerung zu beruhigen und junge Männer für den Krieg zu mobilisieren. So wurde täglich von der Front berichtet. Eigene Erfolgsmeldungen und die Untaten der Gegner standen dabei im Vordergrund. Doch dies wurde der Bevölkerung schnell zu überdrüsig. Deshalb sah sich Goebbels gezwungen, das Programm attraktiver und abwechslungsreicher zu gestalten. Aus diesem Grund wurden Wunschkonzerte, Hörspiele und teils abenteuerliche Wehrmachtberichte hinzugefügt. Außer den vom Staat kontrollierten Sendern sollte aber nichts empfangen werden, theoretisch. Ausländische Sender waren nämlich verboten, konnten über einen kleinen Trick trotzdem empfangen werden. Dies war jedoch strafbar. Im Volk kursierte deshalb bald dieser Spruch. Welcher Unterschied besteht zwischen einem Volksempfänger und einem Großradio? Mit dem ersten hört man Deutschland über alles, mit dem anderen alles über Deutschland. Neben dem Rundfunk war auch der Film ein wichtiges Propagandainstrument der Nazis. Im Juli 1933 wurde sie mit dem Gesetz über die Errichtung einer vorläufigen Filmkammer als eine der ersten maßgeblichen Instanzen errichtet. Die NS-Führung strebte damit eine Verstaatlichung der Filmindustrie an. So wurde jeder Film vor der Veröffentlichung sorgfältig in der Reichsfilmkammer auf ihre mögliche Wirkung im Hinblick auf die Kriegsmoral geprüft. Filme, die in den Augen der Staatsführung das Potenzial hatten, das nationalsozialistische, religiöse, sittliche oder künstlerische Empfinden zu verletzen, konnten einfach verboten werden. Politische Gegner sowie Menschen, die nicht den antisemitistischen, rassistischen und nationalistischen Vorstellungen der Nazis entsprachen, sollten vom deutschen Filmgewerbe ausgeschlossen werden. So musste beispielsweise der größte deutsche Filmkonzern zu dieser Zeit, die UFA, ihre jüdischen Mitarbeiter entlassen. Wer zwischen 1933 und 1945 ins Kino ging, erlebte ein mehrteiliges Spektakel. Während es heutzutage im Kino üblich ist, vor dem eigentlichen Film Werbung zu sehen, folgte während der NS-Zeit nach der Werbung die sogenannte Deutsche Wochenschau. Sie sollte vor allem die Überlegenheit der deutschen Streitkräfte demonstrieren und Informationen über das aktuelle Kriegsgeschehen geben. Die Deutsche Wochenschau wurde im Reichspropagandaministerium produziert und von Joseph Goebbels in jeder Phase der Herstellung überwacht. Anschließend wartete aber immer noch nicht der Hauptfilm, sondern erst die sogenannten Kulturfilme. Es waren kurze Sach- und Dokumentationsfilme über verschiedene kulturelle, naturwissenschaftliche oder allgemeine Themen. Nach außen hin objektiv und sachlich sich präsentierend, konnten so Themen wie Rassenlehre, Antisemitismus, Sozialdarwinismus oder auch militärische Themen propagiert werden. Ab 1934 war den Kinobesitzern verbindlich vorgeschrieben, im Vorprogramm wenigstens einen Kulturfilm zu zeigen. Als zeitweise das Interesse nachließ und viele Kinobesucher erst zum Hauptfilm im Kino erschienen, ordnete Goebbels reichsweit an die Kinokassen bereits vor Beginn der Wochenschau zu schließen. Selbst wer die Wochenschau nicht sehen wollte, nahm sie nun in Kauf, um nicht den Hauptfilm zu verpassen. In Filmen wie Jud Süß, Die Rothschilds und Der ewige Jude wurden das gleiche antisemitistische Klischee bedient, wie es von Goebbels bereits in der Weimarer Republik vertreten wurde. Nach diesem Film war das Judentum keine Religion, sondern eine minderwertige Rasse, die die Kulturvölker, zumal das Deutsche, von innen heraus zu zersetzen versuchten. Übrigens machten auch andere Länder von Propaganda in ihren Filmen Gebrauch, zum Beispiel in dem Disney-Film Education for Death. Die Deutschen wurden dabei als unmoralisches, bestialisches Volk dargestellt, in welchen sie ihre Kinder so erziehen, dass sie freiwillig und gerne für den Krieg ihr Leben opfern. Und nun, Kinder, werden wir unsere Naturkundestunde halten. Hans' school teacher is about to give the class a little lesson in natural history. Jetzt einen Hasen. Und nun zeichne ich einen Fuchs. Nun passt gut auf, was jetzt hier passiert. Now let's see what they'll learn from this little lesson.
Wer kann mir sagen, was wir daraus lernen können? Hans? Das arme Häschen. He said the poor rabbit. Is he out of his mind? Donnerwetter nochmal! Dummkopf! Was für eine blöde Antwort ist denn das? Geh in die Ecke! Für Deutschland, das als Angreifer und Verlierer des Ersten Weltkrieges angesehen wurde, bedeutete die Vergabe der Olympischen Spiele 1936 ein Vertrauensbeweis sowie eine neue Chance, der Welt zu beweisen, dass Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg zur Normalität zurückgefunden habe. Man wollte der ganzen Welt zeigen, dass Deutschland unter Hitlers Führung ein friedliebendes, soziales und wirtschaftlich aufstrebendes Land sei. Man wollte dem Ausland auch davon überzeugen, dass Deutschland Juden akzeptieren würde. Um dieses Ziel zu erreichen, duldete Adolf Hitler sogar die Tatsache, dass Theodor Lewald, der Präsident des Organisationskomitees, nach nationalsozialistischer Vorstellung ein Halbjude war. Wenige Wochen vor Eröffnung der Olympischen Sommerspiele wurde die deutsche Bevölkerung aufgerufen, durch besonders zuvorkommendes und höfliches Verhalten gegenüber den Gästen der Olympischen Spiele alle Vorurteile gegenüber dem deutschen Volk aus der Welt zu schaffen. Um die internationalen Gäste über die fortwährende Diskriminierung und Verfolgung der Juden in Deutschland zu täuschen, veranlasste Karl Ritter von Halt, der Organisator der Spiele, die Entfernung aller Schilder mit der Aufschrift Juden unerwünscht. In der Hitlerjugend sang man zu dieser Zeit auch: Nach der Olympiade schlagen wir die Juden zu Marmelade. Jede jugendfeindliche Äußerung sollte während der Spiele unterbleiben. So wurde ein ordentliches, sauberes und ziviles Deutschland vorgetäuscht. Übrigens, während die gesamte Welt das Weltfriedenfest feierte, entstand in der Nähe Berlins zeitgleich das Konzentrationslager Sachsenhausen. Um die Bevölkerung zu begeistern, wurde den Kommentatoren für das Fernsehen und das Radio vom NS-Regime befohlen, die deutschen Athleten immer hoch zu preisen. Sie berichteten deshalb über andere Nationen eher weniger. Auch nicht, wenn diese den Wettkampf gewann. Die Nationalsozialisten haben das Instrument der Propaganda offensichtlich gekonnt eingesetzt, denn viele Gäste und Funktionäre sahen während der Olympischen Spiele nur das, was sie sehen sollten. Außerdem gewann man allgemeine Anerkennung im In- und Ausland. Ziel der Präsentation der Stärke Deutschlands war erreicht, durch einen ersten Platz Deutschlands im Medaillenspiegel vor den Amerikanern. Zusammenfassend lässt sich nun sagen, dass die Propaganda ein wichtiges Werkzeug der Nationalsozialisten zur Machtergreifung und Machterhaltung von Beginn bis zum Untergang des Dritten Reichs war. Sie war nichts anderes als ein Mittel zur Verführung von Massen, die den Nationalsozialismus gegenüber den Menschen attraktiv machen sollte. Mithilfe einer genial organisierten Taktik und die Anwendung der neuesten Techniken und eines eindrucksstarken Anführers sowie eines klugen Propagandaministers gelang es ihnen, die Gewalt, den Terror und die Unterdrückung, die zu den festen Bestandteilen des Alltags geworden waren, den Menschen gegenüber in Vergessenheit zu bringen. Die NS-Propaganda war außerdem ein effektives Instrument, um diejenigen zu motivieren, die den Massenmord an den europäischen Juden und anderen Opfern des Regimes vollzogen. Sie diente auch dazu, sich die Duldung seitens Millionen anderer Zuschauer für rassistisch motivierte Verfolgung und Massenmord zu sichern. Die Propaganda war also elementar wichtig für die Machterhaltung der Nationalsozialisten. Trotz Bombenkrieg, Zerstörung und Verlusten wurde die gesamte Bevölkerung bis zum Ende des Krieges erfolgreich bei Laune gehalten. Und so hielt eine Mehrheit der Deutschen dem untergehenden Regime die Treue, bis am 7. Mai 1945 über den letzten intakten Radiosender in Flensburg die bedingungslose Kapitulation der deutschen Truppen bekannt gegeben wurde.